Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu The Crew Wild Run mit der, ja, altbekannten Crew, Patrick, Banjo und dem Mr. Tecko. So, folgender Status. Und zwar, wir betreten das nächste Summit Qualifier. Da können wir auch gleich mal schauen, welches das ist. Das ist nämlich das vorletzte. Das geht bis 24. Dezember. Vom 24. bis 27. ist noch eins und am 28. ist dann... das Hauptsummit, für das haben wir uns schon qualifiziert. Ihr seht ja, dreimal Bronze haben wir schon, also habe ich zumindest schon eingefahren. Und ja, das heißt, wir sind fürs Hauptevent den Summit qualifiziert. Das Ganze seht ihr dann nächste Woche. Wir können halt, wie gesagt, das ab den 28. aufnehmen. Ja. Aber dass wir da halt vorher noch ein bisschen Content haben, hier auf jeden Fall nochmal ein Qualifier. Da können wir ja noch ein bisschen Spaß haben. Ja, und auf jeden Fall Spaß auch, muss sein. Was ist das jetzt? Das ist doch Griff. Ich hoffe, das muss man, ich glaube, diese Folge kommt nach Weihnachten, deswegen, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten. Ein besinnliches Fest. Ja. Frohe Weihnachten, yay. Ja. Was habt ihr denn so bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr für Geschenke habt. Ich verstehe gerade kein Wort. So, jetzt. Was ist das? Driften. Oh Gott. Boah. Wir hätten da abgerissen, abgeholt. Oh Gott. Ah, fuck. Die Straße gefällt mir gar nicht. Nehmen wir an. Oh. Ich muss meinen scheiß Nissan nehmen. Oh. Wer hat den ganzen Abgang gemacht? Ich war das. Ich mag's nicht mit dem Nissan. Den habe ich extra nicht mehr genommen, weil der einfach nur scheiße ist. Also ich habe mal schön Ford Focus wieder. Also der Fünfer geht viel, viel besser zum Driften, wie alles, was ich habe. Also die Straße geht mir ja immer gar nicht ab. Hast du den Nissan, ne? Alter, was ist das? Kannst du echt nicht driften. Diesen Wagen kannst du echt nicht... Oh, ich fahr verleibt. Oh. Was hast du jetzt für ein Fahrzeug, Patrick? Ich habe auch den M5. Ach ja, Mann, wie gerne ich jetzt lieber den M5 hätte, anstatt meinen scheißen Nissan. Lol. Da war er weg. Aber ich habe ihn noch ich hab auch ein gestelltes Fahrzeug. Ja, ich hätte auch gerne ein gestelltes Fahrzeug. Also der M5 ist echt nicht schlecht, finde ich. Habt ihr beides gestellt jetzt, oder was? Ja, wie findest du den, Patrick? Der lässt sich richtig leicht fahren. Richtig gut zu handeln eigentlich. Finde ich auch. Aber die Strecke muss man halt erstmal gut kennen, dass man weiß, wie man fahren muss. Ja, wir können sie auf jeden Fall nochmal fahren, das ist jetzt nicht das Thema. Bitte nicht. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine echt coole Strecke, muss ich sagen. Weite Kurve. Lol. Super toll gemacht für die coole Richtung. Strecke. Ja, das ist gut gemacht, aber du musst halt mal kennen. Du musst jetzt mal wieder in die Kurven reinkommen. Die sind echt geil. Die sind zwar... Ich find's auch nicht schlecht, ja. Die Kombo bricht zwar immer wieder ab bei mir gerade, aber die Kurven... sind mein Auto ziemlich schlecht. Ich krieg gerade irgendwie nichts auf die Reihe. Ja, ich auch nicht. Nur die Straße Rallye geht in die andere Richtung weiter. Oh, du Sack. Das war ein scheiß Drift auf jeden Fall. Aber egal. Aber was sage ich? Der 5er ist nicht schlecht, oder? Ich hab zwar nicht Wacken gekriegt, aber es war ganz okay. Ey, guck mal, ich bin 585 Eventrang. What? Nice. Ich glaube, ich erst ab heute, oder? Damit. Ja, nee, ich hab kein gestelltes Fahrzeug. Ich hab den M. Ja, stimmt, ich hab den, glaube ich, den irgendwann mal gekauft, den Drift M5. Tecko, hast du richtig reingehauen, ne? Junge, Mann, dieser Nissan Skyline ist so ein ekliges Fahrzeug zum Driften, ne? Guck mal, sogar der Krabs spielt gerade. Krabs One ist online. Ja, aber wahrscheinlich eher Ghost Recon, allerdings hier. Nicht Ghost Recon, sondern hier Rainbow Six. Ja. Ui. Nissan Skyline. Skyline ist halt auch ein Allrad, ne? Aventador auch, und der lässt sich super driften. Und ich muss den ja auch nehmen, ne? Der ist einfach so eine Lenkung. Der kommt ja extrem gut um die Kurven, muss man ja sagen. Aber er kommt zu gut um die Kurven. Oh nein, Berg. Ich stell mich immer so quer hin auf der Straße. Was ist bei dir, Patrick? Hast du es gesehen? Ja.
Das war ein Wall Riot. Oh nein! Oh, oh nein! Scheiße! Weil ich hier einmal an die Wand komme, sind sie vorbei. Ja, das Problem ist, du verlierst dann leider die Combo, ja. Ja, auch wenn du die Straße halt verlässt, ne? Und die ist nicht sehr breit. Das ist hier, glaube ich, nicht so eng, die Straße. Nicht so eng wie das eine da, wo das Kack-Summit schlechthin, was wir da hatten, wo auch die Drag-Prüfung die eine dabei war. Jetzt habe ich mich gedreht. Scheiße. Wollen mitmachen? Mein Wagen dreht sich halt auch immer ein bisschen zu doll, deswegen ist die Combo ab, weil ich einfach nicht mehr vorwärts komme, sondern seitlich. Nein! Aber bei mir leckt es halt auch ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen auch, aber es ist immer bei so Landschaften, da habe ich immer extreme FPS. Dann bräuchte wegen der ganzen, wahrscheinlich wegen der ganzen. Wie so FPS-Drops, Blubber. Ne? Ja, ja, genau. Ich hab stabile 60. Jetzt war ich gerade richtig quer und den zählt er nicht. War er zu quer? Ich krieg meinen Wagen gerade gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe auch das Gefühl, du darfst einfach nicht zu schnell fahren. Beim Driften kannst du die Kurve nicht nehmen. Jetzt fliegst du da raus. Ja. Ich kann den Nissan echt nicht empfehlen fürs Driften. Aber ich finde, der Ford Focus ist gut zum Driften, aber hat noch etwas zu wenig Leistung zum Driften. Wir müssen das nochmal machen. Nein! Doch! Hey, du musst das auch lernen. Wir fahren Drift immer 10 Mal oder sowas und die anderen rennen. Weißt du? Wir können ja auch Drag immer fahren. Du kannst 10 Mal rausfliegen. Ja, aber Drift, guck mal, bei Drift kann man sich halt leicht verbessern eigentlich. Eigentlich? Nein. Ja. Eigentlich, Tino. Guck mal, Teko, hast schon mehr wie das Doppelte wie vorhin. Kommst du nicht gut. Das machst du jetzt noch 3 Mal, dann bist du Erster. Oh nein, ich hab mich verklickt. Du bist ein Affe, du hast das mit Absicht gemacht. Nein. Danke, Mike. Guck mal, kriegst du später, ne? Ja. Ich bin jetzt schon Bronze, nice. Ford Focus RS auf Rennen brauchst du also, aha. Ja, den habe ich verlegt. Können wir gerne machen. Den habe ich nicht. Trotz des schlechten Scores bin ich schon in Gold jetzt mit Driften. 492 oder so. Ich habe gar nicht geguckt, was Position warst du? 492. Ja. Monster Truck. Nissan. Ach, warum kriegt man denn einen Nissan? Ich krieg einen Nissan. Ich krieg einen Abarth, nice. Ja, weil du gerade so gerne einen Nissan fährst. Oh, scheiße, Monster Truck. Abarth 500. Abarth ist richtig gut. Oh, ich hab ja sogar einen Nissan. Stimmt schon. Ich hab mir gleich einen Nissan Monster Truck getuned. Oh, das ist wieder eine andere Arena, ey. Ach du Scheiße, was haben die denn da für Schlaufen? Ja, das ist eine komplett neue, die kann ich auch noch nicht. Fahr ich einfach mal da so in die Schlaufen rein und gucken, was es da aufsteht. Nee, die war schon mal. Nee, die hab ich noch nie gespielt. Oh, so hier mit so einer Schlaufe? Summit. Nee. Im ersten Summit hatten wir doch die Anfangsarena. Malte! Boah! Wow. Scheiße! Leute, das ist 5000er. Nein! Die Arena kenn ich. Wo ist denn der 5000er? Wieder da oben? Stimmt, ja klar, das ist der, wo du reinfahren kannst und in diesem Drome sozusagen. Hä, na wo ist denn der 5000er? In der Mitte. Du musst irgendwo ein Eingang sein in diesem Drome, da war doch letztes Mal auch ein Eingang. Wie, da ist keine Tür mehr drin. Das wird ein super Lauf für mich auf jeden Fall. Weil Patrick mich da runtergeschubbt hat. Ey, bei mir bin ich übrigens drüber gesprungen, ne? Wie kommt man an den 5000er ran? Ja, du musst aber den Looping hoch und dann kannst du da hoch. Junge, Mann, ich hab so ein Bad Luck, was das Hochspringen angeht gerade. Wie den Looping hoch? Wenn du im Looping hochfährst, ist in der Mitte, kannst du so eine... Ich weiß nicht, welchen Looping du meinst. Ja, an der Seite, die Looping. Ha? Gibt zwei Stück. Ein Looping, der in einen anderen Looping übergeht. Wo du unten anfängst und einen, wo du oben anfängst. Und den, wo du unten anfängst, in der Mitte ist so ein... Irgendwo dann die Seite hochfahren fährt. Ganz vorsichtig, Tino, jetzt hier. Das wird aber keine gute Runde, muss ich sagen, für mich. Ach, und jetzt kannst du hier hochfahren, ah.
Aha. Ah, ich bin, hab den 5000er, nice. Geh weg. Oh, Alter, jetzt hab ich gedacht. LOL, ich hab ihn. Ich habe eine so beschissene Punktzahl, ja. Also, das ist echt. Die Arena gefällt Warum? Mir aber auch nicht so gut. Ja, die ist eigentlich ganz cool. Nur es gibt hier so viele verschiedene Wege und ich. Ich muss sagen, der gefällt mir in dem Sinne, man kann Looping machen, ohne dass das die Front direkt wieder abhebt. Und eigentlich habe. Oh, wenn man nicht so behindert fahren würde wie ich gerade, dann könnte man auch gut Punkte machen. Alter, Mike, wo hast du schon wieder diese gescheiß Punkte her? 24.000, Junge. Ja. Wo bist du lang gefahren? Ja, wieso dreht sich mein Auto nicht auf diese... Oh Gott. Das war echt mies, aber ich hasse auch Monster Truck. Also das fahre ich auch nicht nochmal. Das ist echt... Ich finde das behindert, ey. Sinnlose hier rumgegurke. Könnt ihr nicht einfach eine Strecke machen, die mal abfährt? Ja, ich hab das total abgeschlossen. Ja, wegen mir 2000. Ach, guck mal, wo ich bin. 1400. Das geht voll 300. Gut. Warten auf Crewleiter. Ja, ich 934. 360, das ist doch schön. Ja. So. Ach, so bin ich Gold. Silber. Lass mal nochmal. Wollen wir nochmal. Okay. Oder? Was ist das? Zeitangriff. Zeitangriff. Mhm. Packen wir noch, oder? Ja. Mit Performance oder was ist das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Werden wir doch sehen, entweder wir können auswählen oder nicht. Ladeschnecke. Oh, Rallye. Nissan. Wieso kriege ich bitte einen Nissan? Rallye Kompaktwagen. Na, weil du, da hast du aber den Nissan, oder? Ja, habe ich auch. Na, aber ist ja gut. Nur Nissan, das Nissan sammelt. Ja, Kompaktwagen. Ja. Nissan ist dein Freund. Oh, hier regnet es aber leicht. Ich hab einen Ruf. Auf Rallye. Wie, ich hab einen Ruf. Ja, super, Rallye. Ey. Auf Rallye, das ist so scheiße. Oh, man, dieser Ach, da eben ist ja Rallye. So eklig hässlich, ne? Und er ist halt ziemlich schlecht. 650, ey. Tina hat auch so einen Scheißwagen. Ne, ich hab einen gestellten. Ja, der ist sogar besser als mein, oder? Ja, Tatsache. Warum ist der besser als deiner? Ja, weil ich halt so einen Kack-Geländewagen habe. Den ich mir damals immer geholt habe und nie aufgetunt habe. Ich fahre aber auch Gelände nicht so gerne. Das ist Rallye. Also, ja, oder Rallye. Ist für mich alles dasselbe. Junge, hier hat mir echt Gelände, ist ganz cool. Hier ist echt heftig mit den FPS durch den Regen und durch die Oh, oh. Auto. Oh, du Penner, ey. Ja, schieb die Meldung. Das ist wieder Wasabi-like, ey. Stellt dir wieder alles hier im Weg, ey. Lol. Oh, lol. Kollision eigentlich an? Nee. Doch, mit den Bäumen hab ich gerade gemerkt. Patrick, was ist da los mit dir? Ich stand hier so ein bisschen rum. Junge, ich komm den scheiß Berg nicht hoch. Na, frag mich mal, ey. No PS. Also mit den FPS ist wirklich heftig hier drin. Ja, das ist echt ekel. Oh lol, das ist das Ziel schon! Jawollo! Jawollo! Ich dachte auch, das geht noch weiter. Das war aber mickrig die Strecke, oder? Ja. Können wir noch einmal fahren, wenn wir wollen, wegen mir. Ja, lass mal machen. Reicht, geht von der Zeit aus. Platz? Oh, 2200, ey. Passt das von der Zeit noch? Ja, machen wir noch einmal schnell. Jetzt muss erst alles durchlaufen bei mir. Mhm. Strecke ist eigentlich super easy, ne? Ja. Nur die Autos sind zu langsam. Wir haben halt echt die Kackautos hoch 10 bekommen, ne? Hoch 10? Hoch 10, ja. Also der Ford Focus ist nicht schlecht. Nö. Ist auch nicht. Also wenn so, wenn es auf richtiges Gelände geht, ist ja gut. So. So war es jetzt eher nicht so, weil er nicht so Wie viel hat denn deiner, Mike? 1270. Ja, aber verstehe ich nicht, ey. Das merkst du kaum, finde ich.
Nö, merkst du auch nicht. Gut, er geht ein bisschen schneller, aber ansonsten. Tekko, du hast gerade verschalten. Es klingt gerade. Das ist das Auto, das ist einfach. Vorsicht! Boah! Boah! Du, da ist eine Kurve, da musst du lenken. Boah, ey, man. Oh, lol, Patrick, nice! Sah gut aus, kann man nicht sagen. Steine. Ah, fick doch die Weiche. Hast du überschlagen? Nett, ich bitte. So, fahr du lieber mal bergauf hier. Techno. Aber dein Porsche geht ja echt scheiße bergauf. Das ja. Nein. Lol. Ich hab Checkpoint vergessen. Ich hab Checkpoint vergessen. Oh, nice. Ich bin da, wo ich früher durch die Bäume geschwungen bin. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. 9, 8, 7. Oh, jetzt müssen wir wegen dir warten, ey, weißt du? 3, 2, 1. Tschüss, Patrick. Verkackt. Nicht kann er. Habe ich dich verbessert wenigstens? Ah, halbe Sekunde, super. Na gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall das Däumchen nach oben da. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr Schönes zu Weihnachten gekriegt habt. Wie am Anfang schon gesagt, schaut bei den anderen vorbei, ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Bei mir steht Event Rang 1, ne?